Herzlich willkommen und schönen Nachmittag hier beim Ars Electronica Home Delivery aus dem Deep Space 8K. Mein Name ist Sandra und ich darf Sie heute mitnehmen auf eine ganz besondere Entdeckungsreise. Wir werden uns etwas näher mit einem der mysteriösesten Dokumente aller Zeiten, meiner Meinung nach, beschäftigen, dem Voynich-Manuskript. Zu Beginn werde ich jetzt auch noch ganz kurz einen Trailer herzeigen, der das Ganze noch ein bisschen beschreibt. Es gibt nämlich viele Dokumentationen, viele Beiträge, schon viele Videos über das Voynich-Manuskript, und ein ganz besonders tolles davon sehen wir hier in dem Trailer, der auch für den Deep Space in hochauflösend zur Verfügung steht. Das wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen, damit Sie schon ein bisschen eine Idee kriegen, um was es denn bei diesem mysteriösen Dokument gehen wird. Und dann schauen wir uns das Buch im Detail an. Ob getarnte Kriegsberichte, vertrauliche Liebesbotschaften oder verbotenes Wissen. Seit jeher versuchen wir, Geheimes zu verschlüsseln. Die meisten dieser Geheimcodes konnten inzwischen geknackt werden. Doch ein Buch sticht aus allen historischen Geheimschriften hervor. Es verweigert sich seit Jahrhunderten unserem Verständnis. Das Voynich-Manuskript. Es ist das mysteriöseste Buch der Welt. Verfasst von einem unbekannten Autor in einer völlig einzigartigen Schrift. Illustriert mit rätselhaften Darstellungen. Welches Geheimnis ist zwischen diesen Zeilen verborgen? Forscher will jetzt dieses Rätsel lösen. Zu diesem Zweck wird das Voynich-Manuskript erstmals mit materialwissenschaftlichen Methoden untersucht. In den Tinten, Farben und Pergamenten liegt der Schlüssel zum Voynich-Rätsel. Ja, eine geheimnisvolle Handschrift, diese, wie es in dieser Welt so keine andere gibt. Diese Dokumentation wurde vor 5 Jahren erstellt und ist auf YouTube verfügbar, kann man sich dann auch anschauen nach unserem Video, falls man noch genauere Infos haben will, dauert circa eine Dreiviertelstunde. Man findet auf YouTube viele solcher Berichte, manche auch dauern eine Stunde oder sogar zwei. Man kann lange über dieses Buch reden und was es denn beinhaltet, wir wissen es nämlich nicht genau, wir können nur versuchen, es zu entschlüsseln und uns ein paar Sachen näher anschauen, und das werden wir jetzt gemeinsam machen. Jetzt schalte ich da mal kurz noch um, weil wir haben nämlich in diesem tollen Raum die Möglichkeit, hochauflösende Bilder, sogenannte Gigapixel-Fotografien, herzuzeigen. Und wir haben glücklicherweise auch von dem Voynich-Manuskript solche Fotografien. Wir haben nicht das ganze Buch, aber doch ein paar Seiten, werden gleich hinter mir auftauchen. Und ich gehe jetzt mal zu dem Pult hier nach hinten, da kann ich dann nämlich ein bisschen genauer noch drauf eingehen. Ja, was ist jetzt überhaupt dieses Voynich-Manuskript? Wir sehen hier ein paar Seiten, schön illustriert, mit einer Schrift. Sieht noch alles ganz okay aus für eine Schrift aus dem frühen Mittelalter. Aber wie schon im Trailer erwähnt, das ist kein normales Buch. Wir können es nämlich nicht lesen. Wir wissen nicht, was auf diesen Seiten steht. Wenn wir uns das hier genauer anschauen, sehen wir wunderschöne Schriftzeichen mit Schnörkeln und allem drum und dran und Wörtern, also man kann sie als Wörter erkennen, man kann es als Absatz erkennen, aber wir wissen nicht, was dort steht. Zu diesem Text gibt es viele Theorien, was denn da jetzt steht, aber keine definitive Antwort. Wie schon im Trailer erwähnt, es verblüfft Forscher, Kryptografen und alle Leute, die sich damit beschäftigen, seit Jahrhunderten. Und wir können es nicht lösen. Vielleicht werden wir es nie können, aber wir können uns diese wunderschöne Handschrift natürlich etwas näher ansehen.
Zuerst einmal zur Geschichte des Voynich-Manuskripts. Die ist genauso verworren und undurchsichtig fast wie die Schrift und die Bilder, die wir hier sehen. Es gibt große Lücken, wo wir nicht wissen, was mit diesem Buch passiert ist über die Jahrhunderte. Man kann fast sagen, es war wirklich Glück, dass es noch erhalten geblieben ist. Mittlerweile können wir mit Sicherheit sagen, nach einer genauen Karbondatierung, dass es Anfang des 15. Jahrhunderts, so um 1420, erstellt wurde. Es wurde auf Kuhhaut geschrieben, was damals nicht ganz so üblich war, und alle Seiten sind aus dem gleichen Bestand. Das heißt, das spricht einiges dafür, dass sich da wirklich wer die Mühe gemacht hat, einen sehr umfangreichen, sehr detaillierten Kodex zu erstellen. Er ist auch in Form eines Kodex gebunden, und wir haben hier mehrere Seiten, die auch zusammengehören. Zum Beispiel hier haben wir ein ganz schönes Beispiel von einer Seite, die sich sechsfach aufklappen lässt, um eine genaue Darstellung zu ermöglichen. Also wunderschön ausgearbeitet, sehr detailgetreu, und man glaubt auch sicher zu, also man glaubt zu wissen, dass es mindestens zwei Autoren gab. Wir wissen nämlich leider gar nicht, wer das Buch wirklich geschrieben hat. Und auch die Zeichnungen sind nochmal von einer anderen Person. Das ist alles erwiesen. Aber wer es war, wie gesagt, da können wir nur raten. Und das Ganze macht das auch so interessant, weil es hat über die Jahrhunderte schon verschiedenste Forscher, große Denker ihrer Zeit gegeben, die geglaubt haben, die Antwort zu wissen. Ein großer Meilenstein ist erreicht worden, wie das Buch im Besitz von dem heiligen römischen Kaiser war, wo wir wissen, im 16. Jahrhundert ist versucht worden, das Ganze zu entschlüsseln. Aber er konnte es nicht. Deswegen gab er das Buch an einen seiner Berater, einen Mediziner, weiter, den Jacobi de Temeček. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Und er hat sich auch verewigt. Das sieht man hier leider nur sehr schwach auf dieser unteren Aufnahme hier. Das sieht man nur unter Infrarotlicht, dass er seine Unterschrift in das Buch eingefügt hat. Ursprünglich hat man daher geglaubt, vielleicht hat er schon die Rätsel entschlüsseln können, dem war aber nicht so. Er war selber überfordert damit und hat es an diverse Kollegen auch weitergegeben. Er hat das Buch weiter vererbt, weil er geglaubt hat, es war eine wichtige Handschrift, aber er konnte sie nicht lesen. Seine Theorie war, dass es entweder von John Dee geschrieben wurde, ein bekannter Name in der englischen Geschichte und Berater der Königin Elisabeth I., ein okkulter Berater und Alchemist. Aber das passt vom Datum her nicht, da kommen wir von der Zeit her nicht hin, der ist nämlich später erst zu Werke gegangen. Und jetzt wissen wir, das Buch ist wie gesagt um 1420 entstanden, das heißt zwei Jahrhunderte danach fast, kann John Dee nicht der Autor sein. Ein anderer Autor, möglicher Autor, war Roger Bacon, der Universalgelehrte aus dem 13. Jahrhundert, aber kommt, wie gesagt, von der Datierung her auch nicht hin. Das heißt, wir wissen es jetzt nicht, noch immer nicht, wer es wirklich geschrieben hat. Und im 16. Jahrhundert, im 17. dann Anfang, ist es weitergegangen, dieses Buch. Es wurde Athanasius Kircher vorgelegt, der war aber nicht wirklich interessiert daran. Das Universalgenie hatte allerhand zu tun mit Entschlüsselung und Erarbeitung eigener Texte, aber er war am Voynich-Manuskript nicht interessiert. Das heißt, er wollte das Buch auch nicht haben, er hat es nicht gesehen, aber wäre interessant gewesen, was er dazu zu sagen gehabt hätte. Ja, dann wird es ein bisschen turbulent. Von der Geschichte des Buches wissen wir, dass es überdauert hat in diversen Bibliotheken, aber wie es genau wohin gekommen ist, wir wissen, es war kurzzeitig in Prag, dann war es mal in Frankreich und schließlich ist es nach Italien gelangt, wo auch die Idee ist, dass es vielleicht sogar hergekommen ist, also vielleicht ist es wieder heimgekommen sozusagen. Diese Idee ist bekräftigt durch eine der Zeichnungen, die wir hier sehen. Da kann ich vielleicht noch näher rangehen, weil wir auch, wie gesagt, nicht den Ursprungsort genau wissen, aber eine der Zeichnungen hat ein Schloss versteckt in seinem, im Detail. Und wenn man da näher ranzoomt, kann man erkennen, dass es im italienischen Stil dieser Zeit, Anfang des 15. Jahrhunderts, gezeichnet ist und dass es vielleicht auch dort entstanden ist. Ja, also wir haben vielleicht Italien, dann wissen wir nicht, was passiert ist, dann haben wir Prag, Frankreich und wieder Italien. Dort ist es geblieben, in der Bibliothek der Jesuiten.
Bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurde es relativ unbeachtet gelassen. Es wurde vergessen, aber es wurde immerhin aufbewahrt. Dann kam es zu gewissen Streitigkeiten. Der Vatikan wollte die Bücher der Jesuiten konfiszieren und auch unter anderem das Manuskript, das Voynich-Manuskript. Und da hat es dann Bestrebungen gegeben, dass diese Bücher privatisiert werden, dass sie nicht beschlagnahmt werden, weil der Vatikan hat klar verordnet, öffentliche Bücher gehören ihnen in Italien. Und da haben sie, die Jesuiten, ganz schlau gedacht, dieses Schlupfloch nutzen wir und privatisieren diese Sammlung. Um 1912 ist dann ein ganz wichtiger Mann aufgetreten, nämlich Herr Voynich selbst. Michael hat er dann angenommen, den Namen. Ursprünglich hieß er Wilfried, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, ein Pole, der interessiert war an alten Büchern. Er war ein Buchhändler, ein Antiquitätenhändler und er hat sich irgendwie, man weiß nicht genau wie, in diesen Prozess eingeschaltet und hat unter anderem das Voynich-Manuskript mit vielen anderen erworben. Es hat ihn fasziniert, er wollte es unbedingt knacken, aber auch wie so viele Jahrhunderte vor ihm, viele Forscher vor ihm, hat er es nicht geschafft. Es verblieb aber im Besitz seiner Familie und gab ihm dann schließlich auch den Namen, weil wir, wie gesagt, nicht wissen, wer der ursprüngliche Autor ist. Und nach seinem Tod, Mitte des 20. Jahrhunderts, hat es dann seine Frau bekommen, die Ethel, und die hat aber auch nicht wirklich was damit anzufangen gewusst. Sie und die Privatsekretärin von Voynich haben das Buch dann schließlich weiterverkauft. Relativ teuer, muss man sogar damals sagen, um umgerechnet ca. 25.000, wenn man es jetzt sagt, Schilling, passt es nicht ganz, ich weiß nicht, was es in Polen jetzt waren. Es war schon viel Geld, aber ursprünglich wollte er noch viel mehr dafür haben. Wir reden hier von 100.000 Schilling. Das ist nicht wahr geworden, aber ich glaube, das war auch eine hübsche Summe, die sie da bekommen haben. Es ist dann an einen österreichischen Buchhändler gegangen, der hat es dann aber auch schnell aufgegeben, das Buch zu entschlüsseln, und der hat es dann schließlich an die Universität Yale gespendet, wo sie ganz viele Kodizes der Geschichte lagern und erforschen und wo es auch erhalten und erforscht werden kann. Das war 1969 ist das Buch dann in Yale eingelangt und seitdem ist es auch dort geblieben. Wir haben aber mittlerweile Kopien, Fotos und vieles andere, was wir der modernen Technik verdanken, damit wir das auch wirklich genau analysieren können. Und vielleicht ist ja irgendein zukünftiger Codebrecher unter uns, der dieses Manuskript tatsächlich entschlüsseln kann. Versucht haben es viele, nicht nur in den Jahrhunderten vorher, sondern alleine im 20. Jahrhundert haben Codebrecher des Ersten und Zweiten Weltkrieges sich daran versucht und sind gescheitert. Also Enigma haben wir im Zweiten Weltkrieg knacken können oder die japanischen Verschlüsselungssysteme, aber Voynich ist nach wie vor ein Mysterium. Wir wissen weder, was für eine Schrift es letztendlich ist, die wir hier sehen, nur, dass es wirklich Wörter sind und Absätze ganz bewusst geschrieben. Manche Buchstaben kann man erkennen, schauen aus wie zum Beispiel A oder O aus unserem Alphabet. Manche andere schauen aber ganz seltsam aus. Da wissen wir nicht, was das wirklich sein soll. Aber es gibt Groß- und Kleinbuchstaben. Es gibt anfangs Wörter, die manchmal nur auf der ersten Seite, auf der einen Seite vorkommen. Ganz besonders in diesem Teil. Das ist der sogenannte botanische Teil, wo Pflanzen beschrieben werden. Davon gehen wir zumindest aus. Wir können nur Schätzungen anstellen aufgrund der Zeichnungen. Aber auch die Pflanzen geben uns Rätsel auf, weil keiner auf der Welt kennt eine Pflanze, die so aussieht. Und selbst wenn es bekannte Pflanzen sind, haben sie immer Merkmale, die total seltsam sind, die normalerweise nicht zu dieser Pflanze gehören. Ja, das ist ein Teil. Dann gibt es noch einen Teil mit astronomischen Berechnungen, und zumindest glauben wir, dass es Berechnungen sind, mit den Tierkreiszeichen, also auch die Astrologie ist vertreten. Dann gibt es einen Teil mit Rezepten, da glauben wir, dass es Mengenangaben sind, weil das sind auf jeder Seite, das kann ich jetzt leider hier hoffentlich herzeigen, da sind auf der Seite kleine Details vermerkt, wo wir glauben, dass es Mengenangaben sind. Aber wir wissen, wie gesagt, auch nicht, was das für Rezepte sein sollen. Der Konsensus ist jedenfalls, dass es sich um ein medizinisches Buch handelt, um ein
eine Anleitung um Wissenstransfer, so quasi, und auch um Biologie. Hier sehen wir ein ganz bekanntes Bild aus dem Voynich-Manuskript. Es gibt viele Zeichnungen von nackten Frauen, die baden in einer seltsamen grünen Flüssigkeit, wo wir auch nicht wissen, was das jetzt genau ist. Ist das jetzt eine biologische Erklärung? Geht es um Chemie? Geht es um Alchemie? Wir können nur raten. Aber von denen findet man ganz, ganz viele auf verschiedensten Seiten im Manuskript immer wieder. Daher gibt es auch die Theorien, ja, natürlich, Aliens waren es, die es geschrieben haben, die uns das geschickt haben. Und sie wollten uns damit sagen, wie wir vielleicht, keine Ahnung, über uns hinauswachsen können, wie wir uns besser verstehen können. Eine andere Theorie sagt, es waren Hexen, italienische Hexen vielleicht, die sich gedacht haben, nein, wir schreiben unser Wissen nieder in einer Sprache, die nur wir kennen und die keiner anderer natürlich dann lesen kann. Eine weitere Theorie sagt, dass es einfach nur ein Jux war, dass es ein Scherzkeks war, ein sehr reicher Scherzkeks war, weil es sehr aufwendig erstellt wurde, der die Welt einfach nur verwirren wollte und einen Käufer um viel Geld bringen wollte, weil er sagte, das war ein ganz besonderes Dokument. Alles nur Vermutungen, wir wissen es nicht wirklich. Aber es fasziniert uns über die Jahrhunderte hinweg nach wie vor immens, und das sieht man auch in der heutigen Kultur. Wir haben ganz viele Beispiele in moderner Umsetzung dieses Voynich-Manuskripts. Um ein paar Beispiele zu nennen, in der Literatur zum Beispiel gibt es ein Indiana Jones-Werk, da ist er auf der Suche nach dem Stein der Weisen, ist ein Buch. Und da geht es auch um das Voynich-Manuskript, das ihm hilft, diesen Stein zu finden. Ein anderes, ein bisschen moderneres Beispiel, weil Indiana Jones, dieses Buch war aus den 90ern, ist von Deborah Harkness, die All Souls-Trilogie. Da geht es auch um Hexen, die dieses Buch verfasst haben mit einem ganz bestimmten Ziel. Aber da werde ich nicht spoilern. Das ist eine tolle Reihe, die man durchaus auch mal lesen kann. Wunderschön geschrieben. Und sie hat auch gemeinsam mit Forschern einen Essay über das Voynich-Manuskript geschrieben. Da hat sie die Einleitung dazu geschrieben und sie hat wirklich da genaue Forschung betrieben. Anderes Beispiel in der Literatur führt uns zu H.P. Lovecraft, dem bekannten Erfinder oder Schriftsteller, wenn es um den Cthulhu-Mythos geht, und sagt vielleicht dem einen oder anderen etwas, da ist ja immer wieder weitergeschrieben worden an diesem Mythos, und ein Teil davon war auch eben das Voynich-Manuskript, das einmal hineingekommen ist in diesen Mythos als unvollständiges Necronomicon. Necronomicon ist das Buch zur Dämonenbeschwörung in diesem Mythos, und dass es nicht fertiggestellt wurde. Ja, Bücher, schön und gut. Es kommt aber auch zum Beispiel in Computerspielen vor. Wenn man zum Beispiel Fan der Assassin's Creed-Reihe ist wie ich, weiß man, es kommt in Assassin's Creed 4 und in Assassin's Creed Rogue vor. Im Rogue ist es sogar wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil des Plots. Im anderen Teil ist es nur ein Teil der Datenbank. Aber trotzdem, es ist da, es ist immer noch mysteriös und wir wissen nicht wirklich viel damit anzufangen, aber es lässt sich halt wunderbar für solche Geschichten hernehmen und erforschen. Vielleicht können wir es irgendwann knacken. Ich wage es zu bezweifeln, dass wir es wirklich eine endgültige Antwort haben können, aber vielleicht erfindet wer eine Zeitmaschine zurück um 1420 und kann uns sagen, was da wirklich jetzt hinter diesem mysteriösen Manuskript steckt. Gut, dass es erhalten geblieben ist, dass wir es erforschen können, und vielleicht ergeben sich ja noch Antworten, die wir mit neuesten Technologien noch gar nicht abwarten können. Es hat auch schon den Versuch gegeben, mit künstlicher Intelligenz dieses Buch zu entschlüsseln. Dafür wurde eine eigene Programmiersprache entwickelt. Eva Hand 1 heißt die, basierend auf dem Alphabet, der European Voynich Alphabet, das erstellt worden ist, im Zuge von wissenschaftlichen Arbeiten dieses Buch zu entschlüsseln. Aber selbst die KI ist bis jetzt noch kläglich daran gescheitert. Aber wer weiß, was noch kommen wird. Ja, so wieder mal zum deutschen Beitrag zu diesem Voynich-Manuskript. In einer Dreiviertelstunde gibt es dann das Gleiche in Englisch, wo ich dann auch noch mal ein bisschen ausführen werde, was mit diesem Manuskript nicht alles noch zu entdecken gibt. Dankeschön, schönen Nachmittag noch, und wir sehen uns wieder in einer Dreiviertelstunde.